Willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es wieder einmal um Steinhardt. Ich weiß, Steinhardt spaltet die Uhrensammlergemeinde. Einige sagen fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis, andere sagen übelste Fake-Hommage und Abklatsch-Orgie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Uhren qualitativ in aller Regel sehr in Ordnung. Auch wenn dieses hier gezeigte Modell, die Steinhardt Ocean Vintage Red 39 in der Gnomon Exclusive Edition, selbstverständlich ein historisches Vorbild hat, was diese Uhr auch nicht leugnen kann. Dennoch glaube ich, dass Steinhardt in vielen Punkten eigenständig genug ist, um nicht als Fake-Uhr durchzugehen. Ihr könnt meinen Kanal übrigens unterstützen, wenn ihr ganz kurz den Like-Button drückt und sei es nur, weil ihr meine Videos liked. Ihr müsst ja gar nicht die Uhr mögen, aber mit dem Like könnt ihr mich unterstützen. Es hilft mir und kostet euch nicht viel. Die Uhr, die ich euch heute zeige, hat mir Thorsten, danke Thorsten, im Rahmen des Star Club zur Verfügung gestellt. Ich finde sie aus mehreren Gesichtspunkten sehr interessant. Zum einen, weil es eine Uhr ist, die in Deutschland so nicht unmittelbar verfügbar ist. Das heißt, man muss sie bei Gnomon Watches in Singapur bestellen zum Preis von aktuell 519 Euro. Wer das hier gezeigte Jubiläband haben möchte, muss nochmal 70 drauflegen. Das waren übrigens US-Dollar und nicht Euro. Die Uhr ist mit 39 mm der Steinhardt Ocean 39 Serie zuzuordnen, passt damit auch an kleinere Arme und mir gefällt sie von der gesamten Gestaltung recht gut, auch wenn ich die letzten Mittwoch gezeigte doch deutlich vorziehen würde. Wer dieses Design mag und keine großen Uhren tragen kann, wird mit dieser Uhr ganz bestimmt keinen Fehlgriff machen. Ich kann natürlich keine Aussage darüber treffen, wie der Bestellprozess aus Singapur funktioniert. Ich selber habe bei Gnomon Watches noch nie bestellt, weiß aber von anderen Sammlern, dass sie es getan haben und auch in aller Regel keine Probleme damit hatten. Die Uhr ist, wie gesagt, mit 39 mm, auch an kleineren Armen, gut tragbar. Sie ist auf der Frontseite mit einem einfach entspiegelten Saphirglas versehen. Die Lünette ist aus Aluminium. Der Bandanstoß beträgt 20 mm und der Horn-zu-Horn-Abstand beträgt 47 mm bei einer gesamten Dicke von 14 mm. Wie gesagt, Horn zu Horn waren 47 mm. Die Seitenflanke ist poliert und die Gehäuseform ist die klassische Ocean-Form mit den etwas gerade abstehenden Hörnern. Die Lünette ist relativ fest mit Handschuhen nicht ideal zu bedienen und mit dem auf 17 cm gekürzten Stahlband bringt die Uhr auf die Waage hier gewogene 140, 141 Gramm, so um diesen Dreh rum. Die Lünette dreht übrigens mit 120 Klicks und verbaut ist ein Sellita SW200. Die Uhr ist bis 300 bar wasserdicht und damit eine wirklich auch schöne Taucheruhr. An meinem Handgelenk finde ich die Größe sehr, sehr angenehm und da stören mich auch die etwas abstehenden Hörner nicht so sehr, wie mich das bei den 42 mm Varianten der Steinhardt Ocean Serie es in aller Regel tut. Es gibt auch noch andere Varianten. Das ist jetzt kein Steinhardt Band,
sondern ein Manufakturband, ein Canvasband mit einer ledernen Innenseite. Ich finde, das passt farblich auch wirklich toll zu der Uhr. Diese Bänder von Manufaktur sind nicht ganz günstig, aber bei weitem auch nicht so teuer und exklusiv wie zum Beispiel die Canvas-Bänder von Mais Berlin. Das sind wirklich schöne Bänder und eine tolle Alternative, allerdings mit der Lederinnenseite, vermute ich einmal nicht zum Tauchen und Schwimmen geeignet. Da sind reine Canvas-Bänder wie zum Beispiel die von Mirostime wahrscheinlich deutlich besser geeignet. Die 39mm Serie von Steinhardt greift im Prinzip alle 42mm Modelle auf und skaliert sie runter, damit sie auch an kleineren Armen gut tragbar sind. Die Krone ist verschraubt und auch mit Handschuhen sehr gut zu bedienen. Überhaupt kein Problem. Die Krone ist mit einem Kronenschutz versehen und wie ihr hier sehen könnt, ist die Verschraubung auch sauber und ohne Dreck, ohne Schmutz gearbeitet und lässt sich auch ohne jegliches Knirschen oder komisches Geräusch bedienen. Ganz, ganz sanft, ganz, ganz soft, genauso wie es sein soll. Auf dem Ziffernblatt selber steht relativ viel Text. Steinhardt oben das Logo und dann 5 Zeilen Text plus unter dem 6 Uhr Index Swiss Made. Da ist schon ziemlich viel los auf dem Ziffernblatt. Zum Glück ist das Rot dazu angetan, die Schrift etwas zu verstecken, sodass nicht alles so auffällt. Ich mag die Jubilee-Bänder eigentlich relativ gerne. Über die Optik kann man natürlich immer geteilter Meinung sein. Aber die kurzen, verschraubten Glieder führen dazu, dass sich das Band sehr gut an den Arm anpassen lässt und zudem auch sehr komfortabel und sehr flexibel sich um den Arm schmiegt. Zudem hat die Steinhardt-Schließe noch mehrere Löcher zur Feinverstellung und die Endlinks sind massiv und auch passgenau gearbeitet. Da wackelt nichts, es gibt kein Spiel. Das ist alles qualitativ für mich auf einem wirklich guten Niveau. Der Boden ist verschraubt. Es ist kein Saphirglasboden. Auf diese Art und Weise wird die Uhr mit einer Wasserdichtigkeit von 30 Bar bzw. 300 Meter angegeben. Auf dem Ziffernblatt, auf den Indizes, auf der Lünette sowie auf den Zeigern haben wir Leuchtmasse verbaut. Dieses Dreieck auf der 12 Uhr Position, die Zeiger und die Indexe haben Super Luminova Old Radium. Wie diese leuchtet, werde ich euch gegen Ende des Videos noch im Nightshot zeigen. Die Old Radium Leuchtmasse und der damit erzeugte Vintage- bzw. Alterungscharme, ja, das muss man mögen. Es ist nicht hundertprozentig meine Sache. Es ist aber auch so, dass Vintage-Uhren allgemein nicht hundertprozentig meine Sache sind. Wer aber den Vintage-Look haben möchte, ohne eine wirklich gealterte Uhr zu nehmen, der kann damit, glaube ich, ganz glücklich werden. Die Kronenriffelung ist nicht ganz so scharfkantig und griffig wie bei anderen Taucheruhren. Das Gehäuse ist auf der Oberseite mattiert, die Seiten sind poliert und hier sieht man schon einige leichte Gebrauchsspuren, was schlicht und ergreifend daher kommt, dass Thorsten die Uhr auch im Gebrauch hatte. An dieser Stelle übrigens nochmal eine Anregung von mir. Im Rahmen meines Star Clubs zeige ich sehr gerne eure Uhren, entweder mit eurem von euch eingesprochenen Text oder mit eigenen Videoaufnahmen von mir. Wenn ihr beides nicht möchtet, stelle ich die Uhren auch gerne wie hier selber vor, werde aber immer sagen, wessen Uhr das ist und wem dieses Video letztendlich zu verdanken ist. Die Schließe, die ihr hier sehen könnt, ist massiv gearbeitet, kein billiges Blech auf der Außenseite, sondern schon sehr robust und massiv. Auch der Faltmechanismus auf der Innenseite ist robust gearbeitet. Eine Tauchverlängerung gibt es nicht. Dafür gibt es 4 Löcher zur Feinverstellung
um die Uhr und das Armband wirklich sehr passgenau an den Arm anpassen zu können. In Kombination mit den kurzen Gliedern des Jubiläbandes ist das eine der Uhren, die man meiner Meinung nach mit am besten an den Arm anpassen kann, ohne extra kurze oder kürzere Glieder verbauen zu müssen. Der Mechanismus rastet satt und sauber und hält die Uhr sicher am Platz. Der polierte Sicherungsbügel ist mit dem Steinhardt-Logo versehen und entspricht, so empfinde ich es zumindest, einem qualitativ guten Standard in dieser Preisklasse. Natürlich kann man gerade bei der Schließe deutlich mehr machen, sei es mit variablen Auszugsmechanismen, Tauchverlängerungen, die man auch mit geschlossenem Band bedienen kann, aber alles das kostet natürlich auch mehr. Schauen wir uns die Uhr einmal bei Nacht an. Hier sehen wir die Old Radium Leuchtmasse der Uhr. Die Uhr ist richtig gut ablesbar, ohne jeden Zweifel. Und ich habe es bisher erst einmal in einem Video gemacht, das Verstellen der Taucherlünette im Nightshot. Hier ist also das zweite Mal und die Uhr lässt sich natürlich auch im Dunkeln sehr genau ausrichten. Letzten Mittwoch hatte ich euch auch eine andere Uhr gezeigt, die eine BGW 9, also blaue Leuchtmasse hat. Und hier seht ihr sie im direkten Vergleich. Beides sind 39 mm Uhren, aber die GMT 500 Premium Keramik wirkt deutlich größer, weil die komplette Lünette erleuchtet ist und nicht nur der Punkt wie bei der Vintage Red 39 Nummern Exclusive Edition. Ich finde es übrigens ganz furchtbar, dass Steinhardt so lange Namen hat bei den Uhren. Kann man nicht einfach einen knackigen Namen wählen? Das würde es mir das Leben so viel leichter machen. Ja, was haltet ihr von der Uhr? Ich bitte darum, nicht unbedingt ein Steinhardt-Bashing zu betreiben. Das findet in Foren schon ausreichend statt. Mir geht es darum, wie ihr die Uhr qualitativ einschätzt. Dass die Uhr eine Hommage ist, dass sie ein historisches Vorbild hat, ist vollkommen unbestritten. Ich denke aber, die Uhr hat genug Eigenständigkeit, um nicht als Fake tituliert zu werden. Und diese Designanleihen und die Ähnlichkeiten bei den Uhren gibt es nicht nur bei Steinhardt, sondern auch bei vielen anderen Herstellern, sodass man das nicht unbedingt an der Marke Steinhardt festmachen muss, meine Meinung. Ich habe mich sehr gefreut, diese Uhr vorstellen zu können, auch wenn Steinhardt keine Uhren zum Review verschickt. Durch den Star Club Approach und durch eure Hilfe ist es mir gelungen, mal wieder eine Steinhardt zu zeigen. Ich finde das super, ich freue mich sehr darüber. Bleibt bitte gesund, bleibt mir gewogen, freut euch auf die nächsten Videos und bis dahin, tschüss, euer Axel.